So, du bitte auch einmal. Und auf zum Platz. Da stehen sie auch schon alle. Was ist das? Oh ne, das sind alle Spieler. Oh. Ups. Ja, könnte aber sein, dass sie auch die gleiche Szene haben. Müssen sie die hier stehen. Schaut mal, da kommt jemand. Ich danke euch, dass ihr euch so zahlreich eingefunden habt. Ich finde das immer lustig, wenn da tausend Leute um den Zielpunkt stehen. Du versuchst, ein Solarlatin anzufassen. Bares Endgame. Vor allem, es geht ja doch für den Lala, geht ja doch keiner zur Seite, ne? Du musst da erstmal gucken, wo du bist, wo das Ding ist, was du berühren musst. Oh, Lala, das haben es echt nicht einfach, ne? Ja, um kleinen Dinger. Ich trete heute mit wichtiger Kunde vor euch. Doch zuvor muss ich euch alle um einen Gefallen bitten. Bitte, habt keine Angst vor dem, der euch gleich gegenübertreten wird. Nichts läge ihm ferner, als euch zu Schaden kommen zu lassen. Am ersten Tag richtig schon mehr, das glaube ich. Seid versichert. Angesichts der letzten Stunden kann uns ohnehin nichts mehr schrecken. Ich danke euch. Bürgerinnen und Bürger Razatans, mein Name lautet Vrikra. Ich nenne diese Insel seit Urzeiten mein Zuhause. Die meisten von euch kennen mich als einen Verbündeten des Magistrats. Doch heute will ich euch die ganze Wahrheit offenbaren. Ich hoffe, dass Sie ihm Ihre Herzen öffnen. Also seid ihr der Magistrat? Und das schon seit der Staatsgründung? Meister Vashan! Nein, Vrikra! Kannst du mit deinem wahren Blick denn wirklich alles sehen? Leider nicht. Diese Augen haben die ganze Geschichte Razatans gesehen. Aber in ihre Zukunft vermag ich nicht zu blicken. Tavner! Unsere wunderschöne Heimat sieht sich von einer nie dagewesenen Katastrophe bedroht. Ihr alle musstet den Verlust von Freunden, Familie und Geliebten erdulden.
Und auch ich verlor jemanden, der mir besonders nahe stand. Ahevan war ein aufrichtiger Mann. Seine Liebe für Razatan kannte keine Grenzen. Und er erfüllte seine ganz und gar nicht leichte Aufgabe mit einer Aufopferung, die ihresgleichen sucht. Ich hingegen habe mich all die Jahre vor euch verborgen. Ich bin euch ein Unbekannter. Niemals könnte ich Ahevans Platz einnehmen. Niemals erwartete ich dasselbe Vertrauen, das ihr ihm entgegengebracht habt. Doch eins kann ich euch versichern. Dies ist nicht das Ende der Geschichte Razatans. Es ist eine Stadt, deren prächtiger Markt von den Stimmen und Schritten ihrer Einwohner zum Leben erweckt wird. Sie erstrahlt in den immer wechselnden Farben vergangener Generationen. Für mich, der nichts weiter kannte als die Einsamkeit einer dunklen Höhle, waren sie eine unbekannte, überwältigende Freude. Wir haben schon so viel an dieses Unglück verloren. Doch solange ihr am Leben seid, werden die Farben Razatans niemals verblassen. Und ich will ihr Wächter sein. Euer Wächter. Um diese Katastrophe zu überdauern, deren Ausgang selbst mir ungewiss ist, bedarf es eisernen Zusammenhalts. Ehrenwerter Vritra, wir danken euch für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Wir werden diesen Sturm überdauern. Wie sich die Götter der Manusia und Mriga zusammengeschlossen haben, um eine Ära des Friedens einzuläuten, so werden nun auch wir uns zusammenschließen. Wenn Issei dies nur sehen könnte, sie wäre tief gerührt von diesem Anblick. Das wäre sie wohl. Oh. Verzeiht, ist der Magistrat zugegen? Jo. In gewisser Weise. Vater. Das Unglück, das über uns hereinbrach, hat euch zweifelsohne zugesetzt. Doch ich bitte euch, auch im Angesicht der schwersten Schicksalsschläge standhaft zu bleiben. Weißt du, sie trauen sich nie von ihrer komischen Insel runter, aber jetzt. Jetzt kommen sie. Ich bin ein Abgesandter des Rates der Philosophen aus Shalayan und ich bin gekommen, um Razatan die rettende Hand zu reichen. Verzeiht die fehlende Anfrage nach einer Audienz. Doch die Dringlichkeit der Situation erforderte einen solch drastischen Schritt. Bitte ver... Oh. Ich... bin der Magistrat. Tragt euer Anliegen vor. Und die denken sich jetzt nur so, was? What? In die Rede fand ich besser, ja. Meine Unhöflichkeit zu entschuldigen. Erlaubt mir, euch abermals von diesem Weltuntergang zu berichten. Er ist wie eine Krankheit, die das ganze Gestirn dahinraffen wird. Unglücklicherweise zeigte sie sich hier in Tavner als erstes, wird sich aber unweigerlich in jeden Winkel des Planeten ausbreiten. Der Rat der Philosophen stieß vor Hunderten von Jahren schon auf eine Prophezeiung bezüglich dieser Katastrophe. Seither arbeiten wir an einem Weg, dieses Gestirn zu verlassen.
ehe es von dieser Krankheit vollends zugrunde gerichtet wird. Das, dieses Gestirn verlassen? Was ist das denn für ein Hirngespinst? Es ist keineswegs ein Hirngespinst. Mit der 7. Katastrophe, die über Eosea hereinbrach, wurde uns allen eines deutlich. Dalamut, der Rote Mond, ist ein Vermächtnis der Alaga. Also was glaubt ihr, ist der Weiße Mond? Er ist unser aller Rettung. Ein Sternenschiff, geschaffen von Freundeshänden. Und es wird uns vor dem Untergang bewahren. So, und erkläre das jetzt mal Leuten, die mit der gesamten Sache nichts zu tun haben, die gesamte Sache noch nicht mehr verstehen, für die der Mond einfach nur ein Himmelskörper da oben ist. Und du sagst denen einfach mal, jo, ne? Das ist der Mond. Ja, da wird auch jeder, das wird jeder glauben. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz dafür. Doch Shalayan beansprucht kein alleiniges Anrecht auf diese Arche. Wir werden alle erretten. Jede einzelne Seele, die es uns zu erreichen gelingt. Geht gar nicht. Dies schließt das verbündete Razzatan selbstverständlich mit ein, mit dem wir seit jeher in engem Kontakt stehen. Natürlich müssen wir uns angesichts der kritischen Lage auf einige außergewöhnliche Umstände einstellen. Aber wir werden zum Mond gelangen. Wie soll der Drache reinkommen? Das verspreche ich. Ich blicke in der Tat auf eine lange Verbindung zum Rat der Philosophen zurück. Euer Versprechen ist also gewiss kein leeres. Ja. Ja, der hätte lieber das Wort ergreifen lassen sollen, ja. Da wäre mir aber rumgekommen. Sag mal, ich hab doch gedacht. Aber ist dies wahrlich der richtige Weg? Jenem Gestirn zu entsagen, dass mein Vater einst die letzte verbleibende Hoffnung nannte? Mhm. Kann aus Flucht eine Zukunft gedeihen? Könnte, aber... Ich bin heute mitunter vor euch getreten, um euch die Antwort auf all solche Fragen zu geben. Wollt ihr zum Wohle eures Volkes handeln, bleibt euch wenig Zeit zur Entscheidungsfindung. Lass mich nicht gerne unter Druck setzen. Bringt sie zum Megaduta-Tempel. Sie sind unsere Gäste und sollen die dementsprechenden Ehren erfahren. Seid unbesorgt. Wir werden eine Lösung finden, die euch euren Pfad selbst wählen lässt. Enge Vertraute von Ahevan und mir berichten, dass die Verwandlung in ein Ungeheuer dann erfolgt, wenn das Herz von zu viel Kummer und Angst zerfressen ist. So halte ich euch an, die Sorgen nicht die Oberhand gewinnen zu lassen und dem Alltag so gut nachzugehen, wie es euch möglich erscheint. Nee. Ich hab schon wieder so schnell gelesen. Machen wir. Pass auf dich auf, Ritra. Was für ein Glück. Ihr seid noch da. Midana, sag bloß, Impala Kasgu ist schon wieder... Nein, nein. Mir ist da nur etwas in den Sinn gekommen, über das ich mit euch sprechen wollte. Ja, es geht weg jetzt. Ja. Wenn sich eine Person in eine Bestie verwandelt, verschwindet ihr Äther, nicht wahr? Also habe ich mich gefragt, wieso ein Wesen ohne jeglichen Äther überhaupt lebensfähig ist.
Irgendeine andere Antriebskraft als Äther muss ja dann am Werk sein. Da ist mir unser Gespräch von neulich eingefallen. Stimmt. Du hattest uns vom Akasha erzählt. Eine unsichtbare Kraft vom Himmel gegeben. Die Kraft, die von Gedanken und Gefühlen angetrieben wird. Richtig. Es ist durchaus vorstellbar, dass das Akasha von intensiven negativen Gefühlen dazu angeregt wird, Leute in Bestien zu verwandeln und sie ganz ohne Äther am Leben zu halten. Sag mal, hast du noch die Blume? Mhm. Jetzt nicht mehr. Was, wenn sie das Akasha aufgenommen hat, das durch die Gedanken und Gefühle um sie herum in Bewegung gesetzt wurde und deswegen nicht mehr leuchtet? Sie leuchtet nicht nur nicht mehr, sie ist einfach mal weg. Ich kann mir gut vorstellen, wie viel Akasha auf diese Weise angeregt wurde. Vermutlich war es zu viel für die zarten Blüten. Zu viel Angst, Sorge und Verzweiflung. Bitte, gebt auf euch Acht. Dieser Weltuntergang scheint mir ein Phänomen zu sein, das weit jenseits des uns Bekannten liegt. Aber ich will euch nicht noch mehr Angst machen. Stattdessen widme ich mich lieber der Erforschung des Akasha. Versprechen will ich euch aber nichts. Wie bereits erwähnt, wurde sich wissenschaftlich kaum mit dieser Kraft auseinandergesetzt. Dieser Gedanke allein öffnet uns schon unzählige Türen. Nidana, kümmere du dich nun erst einmal um deine eigene Sicherheit. Du und auch alle anderen Alchemisten. Und ihr bitte ebenso. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann hoffentlich unter erfreulicheren Umständen. Okay. Es geschieht alles direkt vor deinen Augen und doch entzieht sich diese Katastrophe gänzlich unserem Verständnis. Wie Nidana sagt, die letzten Tage scheinen tatsächlich jenseits des uns Bekannten zu liegen. Können wir dagegen überhaupt etwas ausrichten? Ehrenwerte Mitglieder des Bundes der Morgenröte. Ich überbringe eine Nachricht. Aua. Das tat weh. Hast du mich erschreckt, Papa? Oh. Dazu möchte ich euch aber erstmal seinen Dank aussprechen, dass ihr und uns in diesen Zeiten des Unglücks zur Seite steht. Weiterhin bittet er um Verzeihung, nicht von Angesicht zu Angesicht mit euch sprechen zu können. Die Umstände wollen es nicht anders, doch es soll keineswegs ein Zeichen mangelndes Respekts sein. Um die Aufrichtigkeit seiner Worte zu betonen, hat er Quartiere für euch herrichten lassen, die zu eurer freien Verfügung stehen. Er hofft, dass ihr dort wohlverdienten Schlaf finden könnt, zu gegebener Zeit auch die nötige Ruhe, um euer weiteres Vorgehen zu planen. Soweit die Nachricht von dem ehrenwerten Ritra. In Myriles Meiane haben wir da außerdem Speis und Trank für euch bereitstellen lassen. Das ist äußerst großzügig. Vielen herzlichen Dank. Es gibt viel zu besprechen. Da sind ein warmes Essen und ruhige Quartiere nun genau das Richtige, damit wir uns den vor uns liegenden Aufgaben widmen können. Wie ehrenwerte Daniel Samfrode habe ich eine weitere Nachricht. Eher gesagt, möchten wir euch jemanden vorstellen. Dürfte ich um einen wenigen Moment eurer Zeit bitten, ja? Wenn man dir jetzt jemanden vorstellen möchte, ist das bestimmt eine sehr wichtige Sache. Lass dir Zeit, wir gehen einfach schon mal zu Meiane. Was kommt denn jetzt? Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Es wird nicht lange dauern. Dürft ihr euch zum Etheritenplatz bitten? Wir dürfen uns dann jetzt endlich irgendwann auch hierher porten.
Ich frag nur. Ich frag für einen Freund. Ist er noch? Ich bin den falschen Weg gegangen. Au. Seit dem Auftauchen des Turms haben wir die Funktionalität unseres Atheriten stark beschränkt. Das hat euch das Reisen zweifelsohne erschwert. Wir wollen einen Überblick über das Kommen und Gehen in Rasatan behalten für den Fall einer Eskalation. Nun brach aber dieses Unglück über uns herein und gemeinsam mit dem Magistrat wurde beschlossen, dass Kooperation mit anderen Ländern und Gebieten unabdingbar ist, diese Lage Herr zu werden. Bitte harmonisiert euch nun gerne mit unserem Stadtätheriten, falls ihr es nicht schon getan habt. Danach nehmt bitte die Tür gleich neben den Stufen. Oh, wir dürfen endlich. Jetzt die Frage, welche Tür? Welche Stufen? Ach, die Stufen. Nee. Welche Tür? Ach, die Tür. Okay. Zeit, dass ich euch so weit durchs Rasatan führe. Dies ist die Halle des Himmelsheers und das Hauptquartier unserer Streitkräfte. Heute möchte ich euch vor allem den Sternschweif zeigen. Bitte hier entlang. Okay. Irgendwie was umsonst? Hm. Gehen wir jetzt los. Willkommen im Sternenschweif. Wir dürfen essen und schlafen, nur du nicht, gemein. Ja, ne? Das ist echt ätzend. So, du bist also der Heilige Samtfote. Kein Zweifel, dein Blick, deine Haltung, eine mutige Streiterin durch und durch. Shirabat, ich muss doch sehr bitten. Adai ist nicht nur ein Ehrengast des Magistrats, sondern sie hat ihr Leben für ganz Tavernier aufs Spiel gesetzt. Zeige den angemessenen Respekt, bitte. Unsinn. Gerade zählen schnelles Handeln, Koordination und Kampfeskraft. Helfen uns höfliche Floskeln bei irgendwas davon? Richtig, das tun sie nicht. So, und damit übernehme ich nun dieses Gespräch, Heldin der Morgenröte. Du hast unseren Dank für deine Taten in Tavernier. Was für ein Raum ist das noch gleich? du hast schon im fernen Osten gekämpft, habe ich gehört. Dann bist du ja sicherlich mit den Botschaften in Kugane vertraut. Yep. Dies hier ist zwar keine Botschaft, aber etwas ganz Ähnliches. Schließlich ist Rasatan auch ein neutrales Territorium. Noch dazu eine Handelsmacht. Also sind hier im Sternschweif diverse Staaten und Gebiete stationiert. Permanenten Basis. Ich habe keine Ahnung, was das Wort da eben. Du dürftest alle Staaten kennen, die gerade vertreten sind. Was für eine Antwort auf die Frage. Also, ich fand berechtigt, ne? Ich fand das berechtigt. Aber, weißt du, die Dialoge oder die Antworten, die er gibt, sind einfach mal so. Was? So komplett unhöflich. Also, ist... Nee. Der Typ ist mir suspekt.
Das sind da selbstverständlich, dann sind da selbstverständlich Ulda und Alamigo. Hi. Ebenso wie die, wie der Malstrom aus Limsa. Hi, Föhnfrisur. Und Gredanias Bruderschaft der Morgenviper. Hallo, Baum. Lass mich raten. Ischgard? Zu guter Letzt ist da natürlich noch ein Vertreter aus Ischgard. Sie alle sind, wie bereits erwähnt, Militär... Ich kann kein Französisch, also... Was mit diesem Apostroph ist, kann ich irgendwie nicht aussprechen. Im Auftrag ihres jeweiligen Staats. Militär irgendwas. Mit ihrer Kooperation leiten wir gerade alle Erkenntnisse über die Katastrophe in Tavnir in alle vertretenen Gebiete weiter. Nun haben die jeweiligen Staatsführer darum gebeten, direkt von dir zu hören. Warum das denn schon wieder? Alter. Deine Pause wird also noch ein wenig warten müssen, fürchte ich. Setz dich bitte mit an den Tisch und erzähle von den Eindrücken der Katastrophe. Sonst liegen mir die diversen Staatsrepräsentanten damit noch den ganzen Tag lang in den Ohren. Alter. Warte, ich muss einmal ganz kurz die Krümel vom Stuhl entfernen. Ich habe hier vorhin so gekrümelt beim Essen. Alter, warum habe ich eigentlich immer ich diese ganzen Besprechungen und Probleme? Das ist ein sehr ausführlicher Bericht. Danke für eure Theorien, weshalb sich die Leute in Bestien verwandeln. Das ist natürlich besonders brisant. Ebenso wie eure Aussage, dass ihr Äther dabei komplett verschwindet. Am meisten beunruhigt mich allerdings die Beobachtung, dass diese Verwandlungen stattgefunden haben, bevor der Himmel zu brennen begonnen hat. Die Erkenntnisse, die ihr in Galamad gewonnen und Kommandantin Lucia mitgeteilt habt, wurden ebenfalls sofort an alle Vertreter der Eosirischen Föderation sowie der östlichen Verbände weitergeleitet. Als wir die Kunden aus Razatan erhielten, ging man daher sofort von dem Eintreten der letzten Tage aus und mobilisierten alle verfügbaren Ressourcen, um sich das Ausmaß der Katastrophe zu vergewissern. Im Moment lässt sich feststellen, dass das Phänomen des brennenden Himmels über den Miradenmeer auftritt, inklusive ganz Tavernias und einem Teil des ehemaligen Corvus. Ich kann nicht mehr. Und dennoch, in all unseren Heimatstaaten gab es Vorfälle eben jener Verwandlung. Leute wurden binnen eines Wimpernschlags zu einer Bestie. Laut eurem Bericht liegt Kalsal, der zu besagter Blasphemität wurde unter einer besonderen verzweifelten Lage, nicht wahr? Er befand sich kurz bevor der Himmel in Flammen aufging, auch bevor die letzten Tage hier in ihrem vollen Ausmaß anbrachen. In jedem Fall müssen wir davon ausgehen, dass eine solche Tragödie überall stattfinden kann, auch ohne das Zeichen eines lodernden Himmels. Ist jemand von tiefer Verzweiflung erfüllt, kann eine Verwandlung durchaus eintreten. Um den Austausch von Informationen bezüglich solcher Vorkommnisse zu erleichtern, sollten wir uns auf einen Namen für das Phänomen und seine Bestie festlegen, um Missverständnisse von vornherein auszuschließen. In Razatan haben sich die Bezeichnung Blasphemität verbreitet. Sie war Tavnirs erste Bestie von besonderer herausragender Stärke. Kann die Bezeichnung durchaus für solche Fälle beibehalten. Die erste Verwandlung in einem Staat von der besonderen Gefahr ausgeht. Haben die nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit hier zu labern? Sicher, wenn es dagegen sonst keine Einwände gibt, werden wir diese Benennung und die dazugehörigen Informationen sofort an unsere jeweiligen Stellen weiterleiten. Wenn der Auslöser für diese Verwandlung tatsächlich negative Gefühle sind, dann haben die Anführer der Eosirischen Allianz ja schon die korrekten Maßnahmen ergriffen. Was? Würde das Wissen um die letzten Tage nun uneingeschränkt die Runde machen, sehen wir uns einem heillosen Chaos gegenüber. Daher haben alle Staatsführer beschlossen, sich den Blasphemitäten und auch all ihrer anderen Bestien mittels kleiner Einheiten aus Elite-Truppen anzunehmen. Frauen und Männer, deren Kampfkünste dem Feind nicht nur mehr als gewachsen sind, sondern die auch mental auf genau solche Situationen erprobt wurden. Angst und Verzweiflung greift bei ihnen nur schwer. Die Krux an dieser Sache ist, dass derlei Streiter äußerst rar gewählt sind. Kein Staat hat mehr als einige wenige Spezialkommandos.
Leute, das ist komplett uninteressant. Da kommt ihr ins Spiel, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt. Wir bitten euch hiermit offiziell um eure Unterstützung bei der Bekämpfung der Blasphemitäten und anderer Endzeitbestien. Ich tue doch schon alles. Du musst dich sofort darauf antworten, keine Sorge. Sobald wir wissen, gleich keine Bestie der anderen und sie unterscheiden sich teils drastisch von Gebiet zu Gebiet. Jede von ihnen wird eine individuelle Wachstelle haben, die mit individuellen Strategien und Fähigkeiten ausgenutzt werden muss. Hinzu kommt die Aufstellung der jeweiligen Truppe vor Ort. Unsere Vertreter hier können dir jeweils einen genauen Überblick der Lage vor Ort erschaffen. Und jetzt wollen wir dich nicht weiter von deiner wohlverdienten Ruhepause abhalten. Wir bleiben in Kontakt, ja? Und pass auf dich auf. Schließlich wollen wir die Geschichte deiner Heldentaten wirklich nicht missen. Für Rollenauftrag von Endwalker freigeschaltet. Für die Rollen Verteidiger, Heiler, Nahkampf, Verkampf und magische Angreifer gibt es jeweils eine eigene Auftragsreihe, die dich durch erbitterte Kämpfe mit einer Blasphemiten. Oh nein, nicht schon wieder. Das heißt wahrscheinlich, um das ins Endgame zu kommen, muss ich eine dieser Dinger wieder machen. Oh, ich hasse mein Leben. Nicht so wieder. Ich hab's so Shadowbringer schon gehasst. War nervige Aufgaben. War wirklich nervig. Ah, gut. Ich lese das aber nicht vor. Komm, lass mich weiter. Hast du es durch, Zurat? Oder bist du einfach nur kaputt? Beides. Nein, wie geil. Dein Glückwunsch. Bei mir dauert's noch. Bei mir dauert's noch. Weil ich jetzt tatsächlich mal was nachgucken will. Jetzt wird die Tagfällen suchen. Kein Bock. Also ich habe, in zwei Gebieten habe ich schon. Zwei Gebieten habe ich schon. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Oh, warte. Ich bin fast sofort soweit. Ich muss einmal kurz was gucken. Ich glaube in Galamalt und in Tavnia, Danavia, wie auch immer. In den beiden habe ich es fertig. Teile suchen und alle Quests mit einer anderen Klasse erledigen. Ah, ja, schön. Ah, okay. Okay. Oh! So, ich habe gerade so viel gelesen. So, weg. Aufzulabern. Ja. Darf ich jetzt endlich zu meiner wohlverdienten Ruhe
himmlische Bestien. Ja, hier diese beiden Gebiete habe ich schon. Und auf dem Mond habe ich auch fast alles fertig. Will ich nur die Aufgaben machen. Und wo sie wo? Was machst du? Wo? Wo war gerade da hinten, aber noch an der Leine. Kam gerade vom Gassi gehen. Ich fange dann auch mal an. Mach das! Also ich werde heute auf jeden Fall den Mond noch versuchen zu beenden. Mit den Windätherquellen. Ja gut, und die anderen Gebiete habe ich ja noch nicht. Das dauert ja noch. Da brauche ich nur ein bisschen für. Nein, ich wollte was nachgucken. Jetzt lass mir doch da mal hin, wo ich hin will. Jedes Mal akzeptiert er das nicht so. Jetzt. Okay. Da würde ich gerne mal hin. Herzlich willkommen. Ich war ordentlich überrascht, als ich gerade euch in der Menge von der Megaguta-Tempel sah. Oh Gott, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich spreche ihn immer anders aus und ich kriege ihn nicht hin. Eure Gefährten gerade hier hat mir von Kaisals tragischen Schicksal erzählt. Ich bin erleichtert zu hören, dass auch er nur ein Opfer dieser schrecklichen Umstände war, keineswegs etwas Böses im Sinn hatte. Und dieser Erkenntnis haben wir eurer Nachforschung zu verdanken. So ist es uns eine Ehre, euch so viel Speis und Trank zu servieren, wie euer Herz begehrt. Darf ich euch dann vielleicht schon ein Getränk anbieten? Ein Chai, den besten Likör, das Wasser reicht fürs Erste. Komm, gib uns mal ein Likörchen. Kommt sofort, eure Gruppe sitzt gleich dort am Fenster. Ich bringe euch das Getränk, also setzt euch doch bitte schon. Das hat aber gedauert. Worum ging es denn? Oh. Lange, lange Reden. So, eine ganze Gruppe Militär... irgendwas. Hat sie also auf dich gestürzt. Setz sie doch und erzähl uns von ihrem Anliegen. Ich hätte nichts dagegen, wenn mal wieder gesprochen wird. Die Bestien sind also überall. Vermutlich hat mein Vater recht und diese Krankheit wird sich tatsächlich weiter ausbreiten. Ein ähnliches Bild sahen wir schließlich auch in Amaurat. Wenn das stimmt, dann wird dieses Spektakel doch garantiert nicht nur größer, sondern auch desaströser. Es ist schlimm genug, dass sich die Leute in groteske Scheusale verwandeln. Wenn aber Tiere und Pflanzen, ja sogar der Erdboden selbst damit anfangen, können wir wohl kaum hierbleiben.
Also ist dieses Gestirn doch verloren. Bitte sehr, deine Bestellung. Genieß es, trotz aller Umstände. Was sollen wir nur machen? Die letzten Tage nun selbst erleben zu müssen, das hat mir eines klar gemacht. Es reicht nicht, blind in den Kampf zu ziehen. Wenn wir dieses Übel nicht an der Wurzel packen, werden wir mit unserer Strategie bald an unsere Grenzen stoßen. Gerade reagieren wir ja nur auf Eskalation. Wie soll das gehen, wenn alles noch schlimmer wird? Ist so, Mappa. Ist so. Diese Krüger sind echt der Hammer. Irgendwas. Irgendeine Lösung muss es doch geben. Wenn sie jemand kennt, dann Heidelin. Sie hat die letzten Tage miterlebt, stellte sich gegen Zodiac und verhinderte Schlimmeres. Doch seit dem Turm von Babel haben wir nichts mehr von ihr gehört. Nur wissen wir nicht, ob sie nicht mit uns sprechen will oder es nicht kann. Die Blume, die sie uns anvertraut hat, ist ebenfalls vergangen. So sprach der Mondwächter. Elpis. Das Wort sagt mir überhaupt nichts. Ich habe leider auch keinerlei Ideen dazu. In unserem Zeitalter, hat er gesagt. Vermutlich ist es ein Wort aus der Sprache der Alten. Ja, da bin ich mir sicher. Ich wundere mich nur, weil ich selbst in den Archiven des Anida kein einziges Mal über das Wort Elpis gestolpert bin. Also können wir nicht einmal diese Spur verfolgen? Andre Aschien Augenzeugen gibt es schließlich auch keine. Das stimmt nicht ganz. Einen gibt es vielleicht doch. Elidibus. In Ermangelung eines weißen Auraziten versiegelte ich ihn im Kristallturm des ersten Splitters. Allerdings wird der Äther innerhalb des Turms dazu genutzt, ihn in Betrieb zu halten, und so fließt er langsam, aber sicher in den Sternengrund zurück. Es könnte also sein, dass Elidibus' Seele schon nicht mehr präsent ist. Falls sie es ist, lässt er sich womöglich auf ein Gespräch mit uns ein. Nein, Mappa. Einfach nein. Nein. Mir... Nein. Uns ist es nicht möglich, in den Splitter zu reisen, aber du kannst nach wie vor zwischen den Welten wandeln. Och nö, ich muss jetzt nicht in die Welt zurück. Iron House, ja. 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 Richtig. Das Schicksal des Gestirns steht auf dem Spiel. Immer zuversichtlich bleiben. Sollten wir erfahren, dass dem ersten Splitter keine Gefahr droht, wäre das eine gute Nachricht. Und auch große Motivation. Ja. Auch wenn ich meine Zweifel habe, dass Elidibus uns hilft, darauf wetten wir jedenfalls nicht. Orianger ist jedenfalls auf dem Mond und setzt dort alles daran, ihn vollends bewohnbar zu machen.
So haben wir zumindest noch ein Ass im Ärmel, wenn uns wirklich nur noch der Exodus bleibt. Dann wollen wir auch alles daran setzen, bis zum Ende für unser Gestirn zu kämpfen, ohne den Mut zu verlieren. Recht so. Ganz gleich, was das Schicksal für uns bereithält. Wir geben nicht auf. Ich werde mich noch einmal an Matoya wenden, um vom Sternengrund aus Kontakt zu Heidelin aufzunehmen. In dem Fall setze ich mich mit allen Nationen und Ländern in Verbindung, um ein Bild des vollen Ausmaßes dieser Katastrophe zu bekommen. Leite deine Informationen an mich weiter, ja? Ich weiß, es ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber je mehr Bestien dieser Lanze anheimfallen, desto besser. Furcht und Verzweiflung. Sie werden wir nicht gebändigt bekommen, egal was wir auch versuchen. Aber eins dürfen wir nie vergessen. Wo sie auch sein mögen, unsere Freunde kämpfen weiter. Wir sind niemals allein. Flüchtig die Momente der Ruhe, übertönt von Schicksalsglocken. Die von letzten Stunden künden, Stunden, die alles offenbaren. Denn der Keim des Endes sprießt in des Anfangs Schoß. Okay. Und guten Abend, Kiwi. Wie geht es dir? Hattest du einen schönen Tag? So, noch irgendwas, was du brauchst? Bist du gestärkt, gerüstet und voller Tatendrang? Nein. Ja, auch. Etwas müde. Wir machen jetzt auch nur noch so ein bis zwei Stunden. Wobei ich gleich kurz hochgehe und Fotos gute Nacht sage. Und... ja, dann spielen wir gleich nochmal ein, zwei Stündchen. Danach geht's aber auch für mich ins Bett. War dann wieder ein langer Tag. Wunderbar, dann kann es ja losgehen. Grüßen wir den ersten Splitter, ja? Vor allem meine Regine. Mhm. Sehr schön. Und es gibt danach wieder eine neue Waffe. Hier, mein Wesenskristall. Es ist leer, aber damit wirst du in der Lage sein, die Steuerungssysteme im Mobilikus zu bedienen. Wenn die Lilibus-Essenz doch existiert, sollte sie sich von dort aus finden lassen. Lina hat den Schlüssel zum Umbilikus. So wie ich sie kenne, steht sie weiterhin wach am Tod der Getreuen. Wenn irgendjemand nach mir fragen sollte, sag einfach, dass ich mein abenteuerliches Leben genieße. Also dann, neue Taten entgegen. So. Ah. Gut, dann werde ich einmal kurz hochgehen und Fotos gute Nacht sagen. Rang 8. Wir können zwei Kommandos aktivieren. Ja, ich weiß. Voll geil, ne? Nein, das war das Falsche. Habe ich nämlich vorhin auch gesehen. Ich weiß gar nicht, was kommt denn dann da noch alles? Ränge. Nee, warte, wo sah man das denn nochmal? Oh, Rechte da. Als nächstes kommt dann ab Rang 10 eine Truhenvergrößerung.
Mein Tag war ganz okay und deiner. Sehr Final Fantasy 14 lastig. Ich sitze eigentlich seit 10 Uhr morgens hier und zocke. Also ich habe nicht viel gemacht heute. Okay, warte mal. Wir haben jetzt einmal vergünstigten Teleport, ne? Weil ich gerade Staatstaler sammel. Oder, nee, noch mach ich es ja nicht, warte. Staatstaler kriegt man so ja nicht. Okay, warte, dann machen wir Kampfroutine, glaube ich. Ja. Jo. Zweieinhalb Stunden Warteschlange. Ah. Ja, ich werde morgen wahrscheinlich auch früh ins Game reingehen. Zum Leveln. Morgen ist allerdings kein Stream. Das sei schon mal dazu gesagt. So, ich bin gleich wieder da. Thank you.